heutigen Rezension geht es um dieses Buch hier, Kate in Waiting, Liebe ist nicht nur Theater von Becky Albertalli aus dem Knauer Verlag, der mir dieses Buch freundlicherweise als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt hat. Dankeschön dafür. Es kostet als Broschüre 12,99 in Deutschland, hat 348 Seiten und hat 4,5 Sterne von mir bekommen. Ich war also sehr positiv gegenüber diesem Buch eingestellt. Ich mochte es gerne. Aber erstmal, worum geht's? Es geht um die benannte Kate und ihren besten Freund Anderson, die schon sehr lange alles miteinander teilen und alles gemeinsam machen und vor allem auch beschlossen haben, warum auch immer, ich weiß es nicht, dass sie immer denselben Crush haben müssen, also immer in denselben Typen verliebt sein müssen, denn Anderson ist schwul und das trifft sich dann ganz gut. Dann können sie immer zusammen darüber reden, wie hot der Typ ist und so weiter und so fort. Und dass das nicht immer gut geht, kann man sich, glaube ich, denken, denn mittlerweile sind sie natürlich in einem Alter angelangt, wo man auch sowas wie einen Freund haben könnte. Und wenn der Typ, für den sie gerade beide schwärmen, Interesse an einem der beiden hat, vielleicht sogar der beide, man ist auf jeden Fall in dem meisten Teil des Buches nicht klar, an wem genau er Interesse hat, aber auf jeden Fall wird alles kompliziert und auf einmal ist es natürlich nicht mehr so schön, wenn sie beide denselben Typen gerne haben wollen, der scheinbar auch Interesse an den beiden hat. Dieses Buch dreht sich vor allem halt eben um die Freundschaft zwischen Kate und Anderson und ob so eine Freundschaft halt diese Situation überleben kann. Und diese ganze Romanzen-Ding und auch so das Theater, was ja da steht, also Musical haben sie vorgeführt oder aufgeführt, ist eher mehr im Hintergrund. Was mein Punkt war, weshalb ich 0,5 Sterne abgezogen habe. An sich ist nichts falsch daran. Ich finde es sogar sehr gut, dass er sich auf die Freundschaft fokussiert hat und darum, was in dieser Situation mit den Freunden passieren könnte und ob sie das überleben und wie man sich da verhalten sollte und so weiter und so fort. Und das hat die Autorin auch super geschrieben und ich finde das eine ganz tolle Message an junge Leser. Und deswegen kann ich da eigentlich nichts Negatives zu sagen, nur ich habe es halt gerne gelesen wegen der Liebesgeschichte, weil das so mein Punkt ist, was ich gerne lesen wollte in diesem Moment. Und davon hat es mir halt ein bisschen zu wenig gegeben. Aber wie gesagt, das ist überhaupt nicht der Fokus davon. Deswegen kann ich dem Buch eigentlich überhaupt nicht ankreiden. Und was mir noch ein bisschen nicht so gefallen hat, war, dass Kate und ihre Freunde die populären Sportlertypen in der Schule Arschlochtypen genannt hat. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Es wurde nicht richtig erklärt. Einige davon benehmen sich natürlich, wie es immer so in Teenie-Drama-Büchern und Filmen und so der Fall ist, daneben und tun auch nicht so tolle Sachen und einige davon haben auch Kate gemobbt, als sie noch ein bisschen jünger war. Aber die meisten davon sind halt einfach nur beliebte Sportler, die sich ganz normal benehmen wie jeder andere auch und überhaupt nicht arschlochmäßig sind. Sie haben sie trotzdem die ganze Zeit Arschlochtypen genannt und ich finde, das ist nicht so eine tolle Message an junge Leser. Es wurde hinterfragt, zum Glück, und deswegen kann ich dem das auch nicht so richtig ankreiden, weil die gesagt haben, dass das eigentlich nicht richtig ist und so weiter und so fort. Aber es wurde halt nicht geändert. Sie haben trotzdem noch auf den letzten Seiten zu diesen Leuten Arschlochtypen genannt oder gesagt in dem Fall. Und wenn man das schon hinterfragt und merkt, dass es nicht richtig ist, warum macht man es immer noch? Naja, egal. Auf jeden Fall, alles andere hat super für mich funktioniert. Diese Freundschaft zwischen Kate und Anderson ist super rübergekommen. Allgemein, diese ganze Atmosphäre, es hat mich sehr an High School Musical, aber mehr so an die Serie erinnert, High School Musical, das Musical, die Serie, weil sie halt eben auch ein Musical aufführen und weil es auch dieses Teenie-Drama gibt, das es auch in der Serie gibt. Ist ein bisschen für mich an manchen Stellen so ein bisschen zu viel gewesen, habe ich gedacht, ja okay, jetzt ist auch mal gut, aber das ist halt typisch Teenie-Drama, Contemporary-Buch, weshalb ich es dem nicht übel nehme, weil es muss halt quasi so sein in so einem Buch. Ich hätte es nicht immer so überdramatisch gebraucht, aber das macht es auch irgendwie unterhaltsam, oder nicht? Und ja, ich mochte es, dass es sehr positiv eingestellt über LGBTQ-Themen war und vor allem auch über dieses ganze Musical-Thema, wie viel, wie toll sie das fanden, dass sie Theater spielen und Musicals und das Singen und Tanzen auf der Bühne und dass sie überhaupt nicht deswegen irgendwie als die Außenseiter oder so gefühlt haben, obwohl, naja, die Arschlochtypen waren halt die Arschlochtypen.
Und es gab ganz viele Themen, die so aufgegriffen wurden, die immer nur so ein bisschen am Rand touchiert wurden, weil das Buch auch nicht sonderlich lang ist, aber trotzdem für die paar Seiten, die sie nur hatten, ganz gut dargestellt wurden. Und deswegen kann ich das empfehlen. Ich habe damit gestruggelt, ob ich dem 5 Sterne gebe, aber letztendlich mich auf 4,5 geeinigt, weil ich halt ein paar Sachen hatte, die mir jetzt nicht so gut gefallen haben wie in anderen Büchern. Aber das ist natürlich jetzt kein Fehler des Buches, wie gesagt, sondern einfach nur das, was ich am liebsten gehabt hätte und was es mir nicht so ganz liefern konnte. Aber das, was es sein will, macht es fantastisch. Deswegen kann ich dem das einfach nur empfehlen an alle, die Lust auf sowas haben. Und das war es auch schon. Habt ihr schon mehrere Bücher von Becky Albertalli gelesen, außer jetzt vielleicht Love, Simon? Habt ihr das hier schon gelesen? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Können wir gerne darüber debattieren. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bye!